Trainer, Chancen hatte deine Mannschaft in Jena mehr als genug. Was hat gefehlt? Ja, gefehlt hat einfach, dass wir hinten nicht stabil genug waren, dass wir hinten drei Gegentore kassiert haben und das ist einfach zu viel, um in Jena zu gewinnen. Und das war sicherlich der Hauptgrund. Wir haben natürlich auch die eine oder andere Chance liegen lassen, aber Tore machen wir eigentlich immer. Jetzt müssen wir eher gucken, dass wir wieder kompakter und stabiler auftreten. Tut die Mannschaft sich schwer gegen Teams, die ums Überleben kämpfen, wie Zwickau und Jena? Nein, würde ich jetzt nicht sagen, dass es nur daran liegt. Ja, natürlich haben wir nicht die absolute Leidenschaft an den Tag gelegt, die ich mir vorstelle. Ja, und nicht diesen unbedingten Willen gezeigt, den Gegner niederzuringen und niederzukämpfen. Vor allem, wie gesagt, in den defensiven Zweikämpfen und auch in der Rückwärtsbewegung waren wir nicht optimal aufgestellt am vergangenen Wochenende. Und da müssen wir uns natürlich schon selber auch die Frage stellen, warum das so ist. Ja, aber ich glaube jetzt nicht, dass wir ein Problem haben gegen die hinteren Mannschaften. Wir haben sehr, sehr viele Punkte auch gegen Mannschaften geholt, die im Abschießkampf stehen. Wir haben sehr, sehr viele Punkte geholt gegen Mannschaften, die oben stehen, haben aber auch gegen Osnabrück verloren, ja, haben auch gegen die eine oder andere Mannschaft so auch verloren, Cottbus zu Hause. Also es ist, glaube ich, immer ein Hin und Her und die dritte Liga ist einfach eng. Das ist das Entscheidende. Und wir waren sowohl gegen Zwickau als auch gegen Jena nicht bei 100% und dann kannst du Spiele nicht gewinnen. Nicht jeder Fan versteht, wie in einer solchen Phase der Saison, wo man ja riesigen Erfolg haben könnte, die von dir angesprochene maximale Leidenschaft nicht ganz vorhanden sein kann. Wie erklärt es sich der Trainer? Ja, ich kann es mir auch nicht immer erklären, bin ich ganz ehrlich, ja, weil das ist für mich auch nicht nachvollziehbar, dass wir dann den einen oder anderen Rückweg nicht so einschlagen, wie wir es auch besprochen haben, wie wir auch ganz klar über den Gegner vorher analysiert haben. Deswegen gab es natürlich auch klare Worte bei der Aufarbeitung des Spiels und ich hoffe, dass jeder Spieler das auch mitnimmt in die nächste Woche und einfach dann auch wieder seine Präsenz zeigt. Und ohne die 100% Leidenschaft und 100% Mentalität wirst du kein Spiel gewinnen. Ja. Du kannst mal Fähigkeiten, das heißt technische Fehler oder auch taktische Fehler, kann sicherlich mal passieren in solchen Spielen. Das ist immer mal machbar, aber das muss durch Leidenschaft und durch unheimliche Mentalität ausgebügelt werden. Und da waren wir nicht in der Lage dazu und das müssen wir uns natürlich auch gegenseitig vorwerfen. Ausgebügelt werden konnten Formschwankungen, unter anderem auch durch einen lange Zeit sehr ausgeglichenen Kader. Inwieweit ist die Anzahl von Gelbsperren von verletzten Spielern dann jetzt schon so, dass man da auf der einen oder anderen Position vielleicht auch an Grenzen gerät? Ja, aber ich glaube schon, dass wir das eigentlich auffangen können und wir haben es auch immer wieder gezeigt, dass wir es auffangen können. Aber ich glaube eher, dass Spieler, die jetzt sehr, sehr viele Spiele gemacht haben und die eigentlich zu unserem absoluten Stammpersonal gehören, nicht an ihre 100% gekommen sind. Und das hat mich natürlich auch enttäuscht und das haben wir auch angesprochen und ich erwarte einfach jetzt auch eine Besserung, das ist ganz klar. Die Trainingswoche war bis jetzt gut und diese Trainingswoche müssen wir eben dann auch in das Spiel am Montag retten. Weil es ein Montagsspiel ist, findet das Interview jetzt schon 3 Tage vor dem Spiel statt. Auch wenn bis dahin noch einiges passieren kann, wie gestaltet sich derzeit die Personalsituation? Ja, im Moment sieht es so aus, dass Simon Brandstätter sich verletzt hat jetzt nach dem letzten Wochenende und auch ausfallen wird für Montag. Und die Verletzten, die Langzeitverletzten bzw. schon länger Verletzten mit Jules Schwadorf und Niklas Darms werden uns auch fehlen am Montag. Und dann eben auch Kofi Kiré, weil er im Endeffekt die 5. gelbe Karte bekommen hat. Dafür ist Alf Menzel wieder zurück. Das heißt, wir haben immer noch genug Spieler und auch genug Qualität, um dem Gegner am Montag einen richtigen Kampf abzuliefern. Der angesprochene Gegner ist der 1. FC Kaiserslautern. Da hat es vor einiger Zeit auch einen Trainerwechsel gegeben. Was hat sich unter Sascha Hildmann getan, beziehungsweise inwieweit ist der FCK mit dem Team von Michael Fronzek im Auftreten vielleicht nicht mehr zu vergleichen? Ja, ich denke, dass es schon einen größeren Unterschied gab. Ja. Sie haben defensiv eine gute Stabilität, hatten eigentlich auch einen guten Lauf, haben jetzt die letzten 3 Spiele so ein bisschen hergeschenkt, würde ich sagen, ja, weil sie einfach nicht an ihre 100% gekommen sind. Aber es hat sich schon ein bisschen was entwickelt beim FCK. Ich glaube auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl, was sich entwickelt hat, ja, weil Sascha Hildmann natürlich auch ein Kaiserslauterer ist und natürlich auch aus der Fanbase kommt. Und da ist schon so ein bisschen was zusammengeschweißt worden, was ich glaube, was dann im Laufe der Zeit, ja, umso länger man zusammenarbeitet, sicherlich auch noch mal mehr Power aufnehmen kann. Und ja, wir wissen, dass der FCK natürlich ein Highlightspiel ist. Ja, ist für jeden Gegner in der dritten Liga ein Highlightspiel, weil einfach die Tradition unglaublich hoch ist beim FCK und auch die Fanbase. Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer sie hier anreisen werden, aber das Stadion wird auf jeden Fall ausverkauft sein. Und da hat natürlich der FCK und die Fans sicherlich ihren Teil dazu beigetragen. Und darauf freuen wir uns natürlich und freuen uns, so ein Highlightspiel auch gut abzustreiten. Wodurch ist der Fußball des FCK unter Sascha Hildmann zu charakterisieren?
Ja, weil sie einen guten Spielaufbau haben. Sie haben eine gute Spielanlage. Ja, haben mit ihrer Kette hinten, ja, mal Fünferkette, mal Dreierkette, ja, eher Dreierkette, weil sie zwei offensive Außenbahnspieler haben. Sind sie natürlich nach vorne hin immer wieder gefährlich. Haben richtig gute individuelle Qualität, die sie leider nicht immer auf den Platz bringen konnten bisher. Haben sehr, sehr viele talentierte junge Spieler, ja, die einen riesen Schritt gemacht haben, jetzt auch vor allem unter Sascha Hildmann. Und deswegen ist es. Die Qualität ist da, nur rufen sie es leider Gottes nicht immer ab und ich hoffe, dass sie es auch am Montag nicht abrufen. Ist das etwas, wo man sagen kann, dass Spiele gegen die Mannschaften, die jetzt mehr oder weniger im tabellarischen Niemandsland und für die nach oben und nach unten nicht mehr viel geht, dass das leichtere oder andere Partien sind? Wie schätzt du das ein? Nein, es kommt darauf an, wie man es angeht, ja, wie wir es angehen. Und der Gegner wird mit Sicherheit auch eine gewisse Lockerheit haben, weil es vielleicht nicht mehr um ganz das Existenzkämpfen geht, sondern mehr darum geht, vielleicht noch eine bessere Position zu haben, ja, vielleicht auch fürs nächste Jahr nochmal eine gute Position im Kader zu haben, Vertragskonstellation und so weiter. Das heißt, man kann sich nochmal präsentieren. Das heißt, einerseits ist eine Lockerheit da und jeder will sich auf dem Platz zeigen. Es ist ein Drittligaspiel. Also wenn da irgendeiner sagt, oh, eigentlich habe ich keine Lust zu, dann soll er lieber einen anderen Beruf wählen. Also das kann ich mir nicht vorstellen, egal in welcher Tabellenregion ich bin. Und deswegen wird es ein heißer Tanz am Montagabend. Du sprichst den Montagabend an, Flutlicht, Spiel gegen Kaiserslautern, volles Stadion. Muss man da Leute noch sehr motivieren? Unsere sollten wir nicht mehr motivieren, weil wir haben, wie gesagt, auch letzte Woche selber uns im Endeffekt einen Bärendienst erwiesen. Und deswegen heißt es jetzt natürlich, versuchen wir zu Hause, wo wir jetzt eine sehr, sehr gute Bilanz hatten in den letzten Wochen, ja, so gut wie kein Gegentor gekriegt haben, glaube ich, in den letzten drei Spielen sogar zu Null. Müsste jetzt aber auch nochmal genauer nachgucken, aber sehr, sehr viele zu Null Siege auf jeden Fall. Und das gegen gute Gegner. Das heißt, wir haben Selbstvertrauen und wir müssen das eben auch jetzt in diesem Heimspiel zeigen. Die Atmosphäre wird toll sein, ja, wird ähnlich sein wie gegen Karlsruhe und da haben wir natürlich auch ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert und daran wollen wir uns natürlich auch messen. Kann man in dieser Phase der Saison, wo es mit den letzten vier Spielen mehr oder weniger um die Arbeit eines und den Ertrag eines Jahres geht, kann man da solche Abende auch noch, die dann auch in der dritten Liga nochmal was Besonderes sind, kann man die trotzdem genießen oder ist man da, sagen wir mal, so sehr fokussiert und im Tunnel, dass es dann wirklich nur noch um das Ergebnis am Ende geht? Ja, genießen können wir es nur, wenn wir dann am Ende auch als Sieger vom Platz gehen. Ja, aber trotzdem muss man sagen, wir haben jetzt vier Spieltage vor Schluss. Ja, wir sind wieder unter den Top 4. Ja, das ist für unseren Verein jetzt in den letzten 7, 8 Jahren sicherlich trotzdem auch wieder eine Top-Sache. Ich glaube, es würden viele in der Liga mit uns tauschen, wenn sie diese Ausgangsposition wären. Und diese positive Ausgangsposition wollen wir natürlich veredeln. Ja, jetzt wollen wir nicht um Platz 4 kämpfen, sondern wir wollen unbedingt Dritter, Zweiter werden, je nachdem, was noch möglich ist. Und dafür heißt es eben aber auch erstmal unsere Spiele gewinnen. Und das ist das Hauptaugenmerk. Ja, trotzdem haben wir wieder eine tolle Saison gespielt, aber es geht darum, jetzt das Ganze zu krönen. Und da erwarte ich auch von jedem, dass er das unbedingt will und diesen Willen dann auch am Montag zeigt. Dankeschön. Bitteschön.